Teamplay Flashpoint. Wir gehen an dieser Stelle mal folgende Sachen im Kopf durch. Ich wurde letztens gefragt, ob ich nicht mal Videos machen könnte, in denen ich beschreibe, wie man im Team bestimmte Mobs tötet, zum Beispiel in diesem Fall den Flashpoint. Und das machen wir heute. Also, wir gehen an dieser Stelle von folgendes aus. Wir sind ein 6-Mann-Team, wir sind alle im TS und wir können uns alle absprechen. Dann gehen wir weiter davon aus, dass wir einen Berserker dabei haben. Ein Medic ist sowieso klar. Ein Berserker, ein Medic ist in jedem Team immer dabei. Leute, wirklich immer. Dann habe ich jetzt in dieser Konstellation ein Kommando mit, einmal SWAT und einmal Sprengmeister und einmal Sniper. Das ist für die offenen Flächen. Dann haben wir das zweite Team. Im zweiten Team machen wir so kleinere Flächen, enge Maps, Gänge und so weiter, wo wir nicht viel Platz haben. Dann nehmen wir wieder Berserker, Medic, Kommando, SWAT mit. SWAT kann auch getauscht werden mit dem Revolverheld, das ist egal. Dann benutzen wir weiterhin einen Unterstützer, nehmen wir mit und einen Feuerteufel. Das machen wir irgendwie wie folgt. Davon müssen wir ausgehen. Ansonsten können wir das nicht vergleichen. Machen wir es wie folgt. Das kann ja alles ersetzt werden. Seht ihr hier die zwei Konstellationen. Das kann natürlich wechseln, je nach Map und wo ihr gerade auf dieser Map euch befindet. Aber davon müssen wir ausgehen. So, jetzt geht's weiter. Also, der Flashpoint, jetzt gehe ich mal auf den Mob ein, der Flashpoint ist gegen Explosionen empfindlich, gegen Kugeln so gut wie gar nicht. Das gilt für alle, außer für den Sniper. Aber der macht das immer mit extra Schaden. Dann haben wir noch was. Der Feuerteufel kann auch den Flashpoint ein bisschen beschädigen mit seiner Mikrowellenwaffe. Das ist ganz witzig. Jetzt die Vorgehensweise. Jetzt gibt es nochmal einen Fall. Und zwar der eine Fall, in dem der zwei Fälle nochmal, eigentlich zwei. Und zwar, wenn der Flashpoint aggressiv kommt, ist jetzt Aufgabe des Berserkers erstmal dahin. Gleich ansagen, Flashpoint aggressiv, zack, Berserker hin. Bevor jemand anders trifft. Der Berserker kann das ab. Der heilt sich, der wird geheilt, der Medic ist. Es ist viel einfacher, nur ein Ziel als Medic zu heilen, der guckt natürlich trotzdem rum, als alle. Außerdem hält ein Berserker viel mehr aus. Viel mehr. Der Medic auch. Der Medic könnte sich nur, falls noch im Weg stehen, falls der Berserker nicht schnell genug ist. Der Berserker ist aber relativ schnell in der Bewegung. Deswegen wird er es wahrscheinlich schaffen. Das passiert, macht er aber nur, wenn der direkt aggressiv ist, was mit steigendem Schwierigkeitsgrad passieren kann. Steigt um 25% an. 0 bei normal, 25% bei schwer. 50% bei Leben, gar nicht bei Leben, nee, war das ja noch. Auf jeden Fall 75% Chance, ist mal nicht bei Nerf, ist sehr wahrscheinlich, dass er aggressiv ist. Dann Aufsage des Berserkers. Ist auch jetzt für dieses Thema gar nicht so wichtig. Dann haben wir noch was. Falls er nicht aggressiv ist, das ist der Punkt, von dem wir jetzt auch ausgehen, er ist nicht aggressiv. Ansonsten Aufsage des Berserkers, alle drauf, fertig machen. Absprechen, klallt halt machen, klar. So, jetzt gehen wir folgende Sache aus. Also, er ist nicht aggressiv. Dann ist es auf jeden Fall bei Entfernung Aufsage des Snipers. Dann schnappt er. Ducken, hinhocken, zielen, drei Schüsse draufsetzen, notfalls Frostgranate werfen, tot. So, falls das nicht der Fall ist, wir haben ja auch den Sprengmeister mit, also den Demolierer, dann der drauf. Entweder das RPG, das funktioniert am besten, er kann aber auch die Dings nehmen, notfalls. Den Granatwerfer von der M16, das meine ich. Der ist aber nicht so gut, am besten RPG. Falls das RPG nicht vorhanden ist, Sniper. Bei Nahkampfsachen würde ich beide losschicken. Unterstützer und den Feuerteufel. Der Feuerteufel hat den Vorteil, er kann ihn ganz gut schaffen, auch ohne viel Schaden zu bekommen, fast gar nicht. Nachteil ist, er braucht dafür ein bisschen Freilauf nach hinten. Nicht viel, aber ein bisschen. Das ist bestimmt blöd, deswegen da Unterstützersache. Allgemein muss man immer sagen, Flashpoint, Scrag, immer Gruppensachen. Immer eine Sache für die Gruppe, nicht für einen einzelnen Gruppensachen. Immer schön gucken, absprechen. Absprechen ist das A und O. Es kann auch sein, wenn ein Aggressiver kommt, dass der Sniper ihn sowieso kriegt. Sniper Frostgranate rein, zack, 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 weg. Das müsst ihr aber absprechen. Aber pauschal, aggressiv, gleich, sofort, Berserker ran. Dann geht es noch was. Immer schon was ansagen. Vor allem der Medic kann sehr viel ansagen. Der Berserker sieht eh nichts. Der hat seine Mütze, der sieht nur die Fressen von den Zombies, wo er reinprügelt. Alle anderen sind wahrscheinlich im Ziel, außer der Kommando, und schießt drauf. Warum ihr Kommando mitnehmt, muss ich auch noch sagen. Warum ihr den Kommando auf jeden Fall mitnehmt. Der Kommando kann die Set-Zeit verlängern, also diese Zeitlupe, falls das jemand nicht weiß. Die kann er verlängern, deswegen nimmt ihr ihn mit. Ihr habt ja auf jeden Fall Berserker mit, der die sehr gut auslösen kannst. Falls ihr noch einen Sniper mit habt, der kann die auch sehr gut auslösen. Alle können die auslösen, aber die beiden etwas häufiger, sagen wir mal. Und der Kommando kann sie verlängern, deswegen nimmt ihr ihn mit. Weil lange Set-Zeit heißt für den Medic einfaches Heilen, präzisere Schüsse, weniger Munitionsverbrauch, deswegen positiv. Außerdem sieht das Ganze dann noch ganz cool aus. Dann noch was. Immer schön drauf. Wenn ihr ihn mit Kugeln bekämpfen müsst, wenn der Kommando jetzt zum Beispiel schwenken muss, der SWAT oder wahlweise der Revolver hält, dann immer auf den Kopf. Körpertreffer könnt ihr komplett abhaken. Immer auf den Kopf. Bei allen Mobs. Immer auf den Kopf. Ne, immer. Es ist universell.
alles. Das sehe ich so oft, dann schießen sie da irgendwie auf die auf den Sack oder auf die Beine. Ja, hältst du, dass der Flashpoint euch dann sofort tötet, ist ja wohl klar. Ne? Den kriegt ihr nicht schnell genug tot, bis der fertig ist. Deswegen voll. Alles, was geht. Immer. Nicht lang rumeiern, drauf. Dann noch eine Sache. Kurz zum Ende jetzt. Ich bin die nächste Klasse, könnt ihr jetzt vorschlagen. Die nächste Klasse, sage ich schon. Die könnt ihr übrigens auch mal. Die weiß ich schon. Also den nächsten Mob, was das nächste Mal. Was eigentlich klar ist, Greg, Sirene und so weiter, werde ich alles hinzufügen. Die großen Mobs, Greg, Sirene, Blood muss ich nicht erwähnen. Die beiden könnt ihr wählen. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das könnt ihr, und den Hast machen wir dazu, könnt ihr jetzt oben rechts in der Infokarte, jetzt genau, könnt ihr das oben anklicken und dann könnt ihr abstimmen, was wir als nächstes machen wollen von den drei Sachen. Ja, ich bin euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen, Kommentare, ich beantworte alles. Hau rein, Leute.